Entschuldigung. Hallo, grüß euch. Wir spielen jetzt das Vormittagsspiel weiter, weil es einfach geil ist. So, ich bleibe weiterhin zu klein. Okay. So. Machen wir eine Testprobe. Ja, geht gut. So. Jawohl. Übrigens, das O2 Warhospital auch ein Major Update geben. Theoretisch müsste ich von vorne anfangen wieder. Weil ich bin von einem Bug betroffen worden. Na, schauen wir mal. Jetzt spielen wir Fabulous 4 Machine. Weiter. Greetings, traveler. I am Kulian. We've been waiting a long time for you. The ancient. So. Fortsetzen. Zwei von vier. Ich nehme mal an, dass das die drei von vier wird unser Kontinent sein. 4 von 4 vielleicht die ganze Welt. Auf jeden Fall sehr spannend. So. Anfang ein. Die Jen Amon an der Spitze von Fatro Farm, dessen Pharmaprodukte zum Verkaufsschlager in Europa machte. Und der nächste Schritt wird entscheidend für ihre Karriere sein, Jen. Als neuer CEO haben sie alle Anteilseigner des Konzerns im Auge. Ihr Aufstieg war kompetent. Und sie haben vor allem auf zwei neue Produkte gesetzt. Nolopain und Relaxo. Aber denken Sie dran, wer hochfliegt? Oh, bitte specken Sie nicht weiter. Wenn ich eine Lektion in billiger Philosophie haben möchte, beträgt den Glückskeksautomaten. Glückskekse? Ich finde etwas geschmacklos, dass Sie unsere Konkurrenz erwähnen. Also sprechen wir lieber über Ihre Konkurrenz. Nicht jedem gefällt es, dass Sie gefährliche Opiate verkaufen, Chen. Also halten Sie sich den Rücken frei. Um Ihre Ziele zu erreichen, müssen Sie Ihre Botschaft in drei Regionen senden. Natürlich Ihre Rivalen davon abhalten, Ihnen zuvorzukommen. Die Maschine und der Agenten sind jetzt bereit. Sagen Sie mir, Chen. Sind Sie es auch? Verdammt, darauf können Sie wetten. So. Den Balkan, Südosteuropa, Mitteleuropa, Nordeuropa und Westeuropa. Das heißt, das Leichteste wird sein. Unbeschränkt und unreguliert. Dann mache ich den nächsten Tieferen. Nur relaxen, um es in der Lage, Ängste zu lindern. Aber du bist ja okay. Nordeuropa, so und da spiel ich auf die uralte Bestie an und du auf das Schreckgespenst. So, okay, dann sehen wir das Herz des Bösen.
In manchen Regionen lassen sich bestimmte Legenden in lokale Mythen verwandeln. Ein lokaler Mythos ist eine Legende, die zu der Geschichte und zu den Traditionen des betreffenden Ortes passt, was ihren Einfluss auf die Strecken noch vergrößert. Die Regionen, in denen man keinen lokalen Mythos bekommt, an denen man einen lokalen Mythos bekommt, tragen dieses Symbol. Wenn sie die angeborene Legende dort entwickeln, verwandelt die regionale Folklore in eine Legende, die besonders einzigartig und mächtig ist. So. So. Paris, Place de la Concorde. Manchen Erkundungen, wenn sie Gerüchte über eine bestimmte regionale Geschichte oder Tradition hören, sie werden in der Lage sein, diese Gerüchte zu benutzen, um eine Legende zu einem lokalen Mythos zu entwickeln. Sie haben örtliches Gerücht gehört. Sie sehen aus wie Granit. Wenn man genau hinguckt, sieht man, sie atmen. Ich habe das Herz von Paris erreicht. Es regnet. Die Seine bewirkt wie ein dunkler Spiegel und der Klang der Regentropfen in den Fluss fallen erinnert mich an das Planschen. Trinken. Für mich besteht kein Zweifel. Heute ist ein guter Tag, um Angst zu erzeugen, Herrin. So. Dann erkund mal. Das nächste. Bitte kommen. Dann implantieren wir. Angst. Oleum. Neues Ereignis in Westeuropa. Fadro-Offensive in Europa. Die Werbekampagne, um Fadro-Farmen auf dem Kontinent einzuführen, ist bereit. Sie ist innovativ, sehr aggressiv. In ein paar Tagen wird jeder, auch unsere Rivalen, wissen, dass wir hier sind. Unter 20 Tage lang wird es bekannt. Der Tod und die Katakomben. Es riecht nach Erde und Feuchtigkeit. Hunderte anonymer Schädel sammeln den Weg. Dieser Ort ist eine riesige, finstere und faszinierende Kathedrale unter der Erde herin. Hinter mir höre ich die Stimmen der giftigen Witwe aus dem Schatten klingen. Mit der giftigen Witwe sprechen? Sie haben örtliches Gerücht gehört. Sie schauen von den Simsen herunter. Halb Monster, halb Dämon. Reden wir mal, was die Gräfin will von mir. Giftige Witwe. Paris ist ein Spinnennetz. Und diese Gruft ist das Zentrum und ich bin die, die für die Fäden aller Sehnsüchte spinnt. Und die Albträume aller Albträume. Ich helfe dir, wenn du großzügig zu mir bist. Ich könnte die Träume der Einwohner der Stadt manipulieren. Überlassene Dinge dem Schicksal. Siehst du vor? Legende kann zu einem lokalen Mythos umgewandelt werden, wenn sie auf die höchste Stufe entwickelt. Jetzt kommt's, die Legenden entwickelt man nicht mit Hilfe von Essenzen,
sondern mit den Gerüchten über sie, denen man begegnet, wenn man alle Orte der Region erkundet. So, die uralte Bestie. Sie beherrschte den Planeten vor Jahrmillionen. Zwei Zyklen. Extrahieren. So, erste Belohnung. Abholbereit. Golem permanent von einer Pumpe. Es passt gut zu so einer Brut. Ja. Ja. Und dann verschwanden sie, bevor die Menschen entstanden. Die Viehdiebstähle gehen weiter, von örtlichen Zauberern behauptet, es verschwende wie durch Zauberei. Es braucht sich da auf den europäischen Pharmamarkt zusammen. Gerüchte über unmittelbar bevorstehende umwälzende Veränderungen fesseln die Aufmerksamkeit der Investoren. So, jetzt fangen wir mal mit Null an. So. Glückskarte kriege. Zupfe an den Fäden von Leben und Tod, sagt die giftige Witwe. Doch das Schicksal ist so wagemütig, wir tanzen eine Staubflocke über mein Netz. Nur zu, versuchen wir dein Glück. Okay. Was braucht ihr zum Leveln? Mindestens eine Vision. Dann erkundet man da mal. Ja. Kathedrale Notre Dame. War immer der bestmöglichste Gerüst und
jetzt sterbe ich wie ein Hund. Also hat mir mein Glaube genutzt. Beschwert sich ein alter Mann bitterlich, der vor dem Altar kniet. Bekommt nur ein aussagekräftiges Schweigen als Antwort. Oh, wie sehr ich es bewundere, wenn jemand unsere Konkurrenz demaskiert, Meister. Sie halten ein Schicksal. Welches Gerücht gehört? Der letzte große Brand? Es war kein Unfall. Das waren die. So. So. Jetzt brauche ich einmal. Ja. Braucht so noch ein bisschen was? Jetzt schauen wir mal, dass wir die uralte Bestie erwecken. Familie, Flugzeug, Metall, Juwelen. Speichel? Ich tendiere zwischen Speichel und Gebäude. Ich nehme mal Speichel. Aber egal. Moment, sind wir sicher, dass sie verschwanden? Der Alpinistenverein hat das zentrale Hochland zur Hochrisikoregion erklärt. Einige unserer Leute behaupten, Sachen gesehen zu haben. Da denkt man, sie sind verrückt geworden. So. Stadt der Kunden. Hadrofarm bewirbt seine beiden Top-Produkte in ganz Europa, Norlopanin und Relaxum. Das Unternehmen schlägt damit auf den Markt ein wie eine Bombe. Okay. Entdecke Berlin, Reichstag. An einem sonnigen Morgen in Berlin an und finde Zuflucht im Schatten des Reichstages. Nur wenige Gebäude haben eine Vorgeschichte, derart voller Feuer, Tragödien und Schmerz ist. Muss ich erwähnen, dass ich mich in dieser Stadt sehr heimisch fühle, Herrin? Ich habe ein örtliches Gerücht gehört. Die bösen Kinder verschwinden spurlos. Da mal wieder was implantieren. Wir müssen auf grün gehen. Und da müssen wir auch auf grün gehen. Müssen wir auf grün gehen. Das Tempo der Passionslegenden. Okay. Mauerüberreste. Warte, schau mal. Gerüchte auf, dass jemand sehr Großes gegen Hadrofarm arbeitet. Aber wir wissen nicht, wer es ist und wie der Angriff aussehen wird. Er will uns schaden. Es wäre gut, Präventivmaßnahmen zu ergreifen. Okay. Sitzt da ein Agenten, glaubt gleich drauf an.
Mauerüberreste. Another brick in the wall. Als ich mich den Sternen nähere, nehme ich die Kälte des nächtigen Sirenen. Ein Stacheldraht war, wie ergreifend. Ich stehe vor einem der größten Denkmäler, das in den 20. Jahrhundert an die Angst richtete. Ein alter Soldat mit zwei rostigen Orden an der Uniform kommt zu mir und will sich unterhalten. Das örtliche Gerücht heißt, ich hasse Weihnachten. Dann kommt das Monster mit seinem Sack. So. Soldat Schumann. Über Jahrhunderte stand ich auf dem Geschütztürmen dieser Mauer. Wenn du nur wüsstest, was meine Augen gesehen haben. Hast du ein wenig Kleingeld, Kamerad? Im Gegenzug erzähle ich dir eine tragische Geschichte. Oder vielleicht etwas Gutes aus dem Krieg. Soldaten nach einer Kriegsgeschichte fragen. Also die Geschichte vom Liebespaar, das durch die Mauer getrennt war. Ihre Fenster lagen gegenüber. Sie wuchsen damit aufeinander, schweigend anzusehen. Sie verliebten sich ohne ein einziges Wort. Bis eines Nachts. Ich erzähle es dir ein andermal, wie es ausgeht, Kamerad. Okay. Dann implantieren wir da Passion. Schreckgespenst. Die Botschaft ist hier, diese Region etabliert haben. Weil für das Senden einer höheren Stufe ein Schrecken der Anfälligkeit. Doch diese Legende wirkt sich nicht auf diesen Schrecken aus. Ist sie sicher, dass sie hier platzieren wollen? Ah, naja, genau. Mache Camp-Trails. Es gibt zwei goldene Regeln für das perfekte Spritzen. So. Dann muss ich mal herausfinden, was mit da los ist. Einschleusen. Unvorsehbar. Schauen wir mal. Schwanken. Gebäude. Und ist das Gebäude? Ackerbonus. Neuschrecken aus dem Jura. Viele Tiere, die wir für ausgestorben halten, leben vielleicht noch. Nur weil wir sie nicht sehen, heißt das nicht, dass es sie nicht gibt. Wissenschaft, Dr. Boy, Experte für Kryptozoologie. Kathedral-Gargülen. Alte Albträume aus Fleisch und Stein. So. Okay, ich könnte das auswählen. Aber ich brauche ein Herz unbedingt. Man kann das komplett neutralisieren. Ich will nicht für 90 Tage den Zustand kriegen. 113 Tage habe ich insgesamt. Okay. Das heißt, ich implantiere da Blut. Dann schicke ich ihm da um und
extrahiere Blut. Doch der 20 Tag heute ist abwenden. Ohne zusätzliche negative Ereignisse. So, Belohnung wieder. Wir haben seinen Agenten, Chen, um ihnen zu helfen. Nein, ist jetzt Auto. Okay, dann brauche ich einmal auch. Dann implantieren wir Visionen. Dann extrahieren wir Visionen. Neutralisiertes Ereignis. News. Wir haben entdeckt, dass bewaffnete Personen vorhatten, die Abläufe in unseren Lagern zu stören, Herrin. Und sie wirkten gut organisiert. So. Dann. So, da ich. Und auch schon, wer unser Gegner verdammt noch ist. So, dann hat er macht das auch. Gut. Fluch oder Segen. Mitten in der Nacht wurde eine brennende Fackel in mein Haus geworfen. Du stehst mit dem Teufel im Wunder. Mögest du für immer verflucht sein, Hexer. Wenige Stunden zuvor hatte ich ihm auf seinen Wunsch hin das Schicksal seiner Ahnenlinie offenbar. Visionär. Ja. Oh. So, okay. Dann müssen wir, wenn wir das leveln wollen, reichert mal. Die Erdkugel. Extrahieren wir. Julien Lacrosse. Stiftung Sauberes Europa. Julia Lacrosse, Gründerin und Präsidentin, 50 Jahre alt. Ultrakonservative französische Bewegung mit großem Einfluss auf dem Kontinent. Sie hat bedeutende politische und wirtschaftliche Kontakte. Des Charismas ihrer Gründerin, einer reichen Adeligen, deren Familie ihre Worte nach vom Ludwig dem 16. abstammt. Die Bewahrung traditioneller europäischer Werte und aus irgendeinem Grund wurde auch der Import von Opioiden Teil der Agenda. Okay, das ist meine nächste Gegnerin. Julia Lacrosse. Okay. Dann starten wir mal einen Einbruch. Geburtsregister. Dreck. Aus dem Boden schachern. Willkommen auf dem Kontinent, mein Schatz. Ich habe zwei Ratschläge für Sie. Erstens möchte ich Sie daran erinnern, dass wir im zivilisierten Teil der Welt Linksverkehr haben. Wir haben Rechtsverkehr. Und zweitens, mir gefallen die Dinge, die Sie verkaufen, nicht. Das geht vielen einflussreichen Leuten genauso. Also schaffen Sie sich auf Ihre Inseln zurück.
nehme ich gerne entgegen. Oder soll ich sagen, die Drogen? Machen Sie und Ihresgleichen doch weiter Europa sauber. Ich mache weiter meinen Job. Hallo nochmal, Kamerad. Du wissen willst, wie die Geschichte mit dem Liebespaar ausgeht, wirst du mir ein bisschen Kleingeld geben müssen. Sag mir, wie soll es denn ausgehen? Sie könnte in Gewalt enden oder gruselig. Das brauche ich nur zum Level von den Augen. Und Blut? Brauche ich Blut für irgendwas? Blut. Lass mir das noch offen. Ich habe jetzt 200 Tage Zeit, bis ich mich entscheiden muss. Wände unsichtbare Insektizide, so ahnen die Schädlinge nichts. Die Experten sagen, die Streifen am Himmel wären nur Kondensation, aber einige kritische Stimmen behaupten etwas. So. Dann erkundet man Pariser Platz. Ja. Achso. Ah, das ist ein Problem. Und das da unten aufdecken. So. Blaues Blut. Ich interessiere mich dafür, woher Julia LaCrosse kommt. Geschichte von wegen Blut der 14. stinkt für mich zum Himmel. Alle alte Geburtsurkunden aus der Zeit von Computern in einem alten Notariat bewahrt. Eine ältere Beamtin, die eine übel riechende Zigarette raucht, fällt den Raum im Auge. Auge, ich kann das Archiv weiter hinten sehen. Ach ja, apropos, rauchen mag. Im Archiv rumstöbern. Ich schleiche mich mühelos hinein und suche nach der Geburtsurkunde von Julia LaCrosse, der Präsidentin von sauberen Europa. Denn das Dokument beweist, dass ihre Biografie reine Erfindung ist. Ihre Familie ist hierher eingewandert. Ihre Eltern waren so arm wie Kirchenhäuser. Ich frage mich, wer jetziges Vermögen kommt. Infofragment? Gefälschte Biografie. Die bescheidenen Anfänge der Präsidentin werden ihren Freunden in der Oberschicht nicht gefallen. Bevor ich das Hauptquartier oder den Einbruch start. Ja, ich weiß, dass ich das einsetzen kann, um mir zu schaden. Ich muss aber die Stadt erkunden als erstes. Weil sobald sie eine Stadt eingenommen hat, ist das Spiel verloren für mich. Pariser Platz, torlose Tore. Die schiere Größe des Brandenburger Tor steht im Widerspruch zu seinem Zweck. Ein Tor, das sich nicht schließen lässt und nirgendwo hinführt. Bevor ich aufbreche, durchschreite ich es. Meine Befürchtungen bestätigen sich. Die Welt ist auf beiden Seiten genau. Wörtliches Gerücht? Wenn du nachts eine Kuhglocke hörst,
verstecke dich unter dem Bett. So. Die nächste Stufe vom Gerücht. 3. Okay. Dann extrahierst du einen Zyklus. Hurtwische im ältesten Teil von Bukarest. Höre der mir Einheimischen erzählen, dass unter diesen Ruinen der herausragende und göttliche Vlad der Bess seinen Hof bildete. Das zu hören freut mich. Welches bessere Omen hätte uns in dieser Ecke Europas grüßen können? So. So platziert es eine nächste Bewegung. Dann muss ich bis dahin. Warte. Was brauche ich für das Gerücht einmal? Wurzeln. Ja, der hat leider keine Wurzeln. Ja. Dann nehme ich 6 Herzen einmal an. Eines Nachts wollte der Mann über den Stachel da unter dem Abschnitt der Mauer klettern, den ich bewachte. Und ich musste ihn mit Blech spicken. Und seitdem ist es wie ein Fluch. Ich spüre für mich seine Geliebte aus jedem Fenster und von jedem Balkon dieser Stadt aus still beobachtet. So. Da. Implantieren wir mal die Wurzeln. Also ich extrahiere zwei Zyklen lang. Hier. Okay, da ist wieder was passiert. Angriff auf die Pharao-Aktie. Jemand mit sehr guten Kontakten zieht den Wert der Pharao-Aktien in Zweifel. Es ist die Top-Story im Medienbusiness. Wenn man nicht will, dass man Unternehmen Geld verliert, muss man rasch handeln, um die Meldung komplett einzudämmen. Okay, in 18 Tagen habe ich WM frei. Ach Gott, ich muss ja extra hier noch drücken. Schleusen wir mal einen Agenten ein. Sauberes Europa kündigt seine traditionelles Ferienlager an. Es waren hunderte von Menschen aus der ganzen Region erwartet. Ah, Blödsinn. Damit junge Menschen lernen können, sich mit der Hilfe von Sauberes Europa gut um ihre körperliche und moralische Gesundheit zu kümmern. Oh Scheiße, da bin ich ein Schaßbad. Das heißt, ich muss ihm abziehen. Ah. Verdammt. Jemand, ja. Die Aufmerksamkeit der Leute netterweise ablenken. Die Aufmerksamkeit der Leute mit Gewalt ablenken. Sehr gut.
Eine Welle mysteriöser Brandanschläge auf Geldautomaten ist die Top-Story in allen Business-Medien, allen anderen Nachrichten überschattet. Sehr gut. Wurde es neutralisiert. Das heißt, ich kann dort das nächste Level. In ihm ländlich. Und seid schnell und sauber, damit die Schädlinge nicht unnötig leiden. Wenn wir dieses Gift einatmen, werden wir verwirrt, depressiv, lustlos. Und so sind wir leichter zu kontrollieren. Gesundheit. Sprecher der Nationalen Anti-Chemtrail-Vereinigung. So. Ah, ich hab ganz vergessen. Wir haben zu implantieren. Ah, macht nix. So. Ein Einbruch starten. Ist alles in Ordnung, mein Schatz? Mir kam zu Ohren, dass ihre Leute uns sieht. Schwierigkeiten haben, sich an den Kontinent zu gewöhnen. Es wäre eine Schande, wenn es da zu einem Unglück käme. Wir sind hartnäckig, aber nicht unvernünftig. Ihre zwei Produkte kollidieren etwas mit den Interessen gewisser sehr bedeutender Personen, die ich vertrete. Stellen Sie den Verkauf ein und die Störungen werden enden. Neugierig sein. Ich verstehe nicht, wie meine Geschäfte sich auf ihre Aktivitäten auswirken können, Madame Lecruy. Oh, kommen Sie schon. Die Gerichte aus England, die ich über Sie höre, verraten mir, dass Sie sehr gut informiert sind. Wenn ich sehe, wie Sie sich jetzt dumm stellen, lässt das meine Alarmglocken nur umso mehr schrillen. Wir sprechen uns wieder, mein Schatz. Ah! Sie haben Marianne alarmiert. Das Ausbreitungstempo Ihrer Bewegungen erhöht sich. Das ist sehr fair. Das ist sehr fair. Ich habe die zwei noch gekriegt. Weil das noch nicht implantiert war, wie ich den da hergegeben habe. Passt. Bin sehr zufrieden. Dann nutzen wir mal die gefälschte Biografie. Die Bewegung Ferienlager wurde neutralisiert. Die offiziellen Schlagzeilen sagen, wir lügen über die familiäre Herkunft von Jules Lacran dominieren diese Tage die Klatschbalken. Frau Lacran äußert sich dazu nicht. So. Sauberes Europa sagt in letzter Minute sein Ferienlager ab. Was hunderte von jungen Menschen aus der Region ohne Pläne für den Sommer zurücklässt. Sehr gut. Dann. Dann mal da erkunden. Oh, du machst schon wieder was. Wann ist denn so weit? Ah, sehe ich jetzt nicht. Aber da 21 und 120. Gut, brechen wir mal in ihr Büro ein. Klion der Reinheit. Stiftung Sauberes Europa ist in einem großen modernen Gebäude mit mehreren Etagen untergebracht. Dutzende von strahlenden, jungen freiwilligen Helfern, alle weiß und alle wie geklont, laufen emsig durch die Gänge. Ich halte am Eingang zu den Toiletten an. Über den Lärm hinweg höre ich jemanden hinter einer der beiden Türen mit hoher Stimme schluchzen. Es könnte aber die Herrentoilette auch sein. Ein Fall von Mobbing. Ich betrete die Toilette. Ich finde in einer Kabine den schluchzenden Dini Raoul vor. Die Koordinatoren schreien mich ständig an. Den ganzen Tag brüllen sie und beleidigen sie mich. Und ich ertrage das nicht mehr.
Außerdem drohen sie damit, die Jungs vom Leolo Club zu rufen, wenn ich jemandem davon erzähle. Armer Junge. Apropos, was ist denn der Leolo Club, Herrin? Verbaler Missbrauch. Führungspersonal von Zauberes Europa mobbt 15-Jährige. Rauls Aussagen wird die Medien wahrscheinlich interessieren. Okay, dann besorge 5. Okay. Ah, der Leolo Club. Da brauche ich jetzt einmal 5. Der Kunde ist da oben. Fünfmal Politik. Soll ich das da implantieren? Nein, kein Platz mehr. Kein Platz mehr. Und da die sagen, ihr erkundet die Stadt. Wo ist es überhaupt? In Polen? Ja, in Polen. Warschau vielleicht. Entdecke Oslo, der Hafen von Oslo. Vollbeladene Schiffe legen hier an und ab. Der Hafen von Oslo riecht nach Salz, Wasser und Arbeit. Und wenn wir fertig sind, wird er nach Angst, Chaos und Verzweiflung riechen. Wer hat denn gesagt, dass Nordeuropäer keinen Spaß haben können? Machen wir uns an die Arbeit, Herrin. Okay. Das heißt, in 74 Tagen. Wieder die zweite Stadt. Warschau im Lasinki Park. Straßenmusiker am Eingang des Parks spielt ein Stück von Chopin. Das ist der Nationalerbe. Dieses Lied wurde damals Tristress genannt, erzählt er mir. Wir lieben diese Melodie. Jetzt weiß ich, dass die Bewohner Warschaus sich von uns verneigen werden, Meisterin. Oder Herrin. So. Dann brauchen wir für das. Genau, Politik. Dann implantieren wir da. Politik. Wir brauchen davon 4 oder 5. Ich glaube 4 oder 5. Das ist aber eh egal. Weil ich 0 habe, muss ich ihn da zweimal extrahieren lassen. 2 Zyklen. Ja. So, sehr gut. Zwar Visionen, die habe ich schon implantiert. Ein Rockmusiker in den 60ern unterhält ein reifes Publikum mit 40 Jahren alten Liedern. Das Konzert wird von einer bekannten Modemarke gesponsert, der für junge Kunden abzielt, die meinen, sie würden niemals alt. Okay. Dann machen wir das Level ab. Meine Zunge ist die Flamme. Musste mein Dorf verlassen. Ich trieb weiter hinter meinen Liedern mit Gott dahin und konnte die Zukunft sehen. Und in der Kälte der Verbannung begannen die Leute mir zuzuhören. Und mit der Hitze meiner Worte entzündete ich ein Feuer. Etzere. Wow. So, das heißt, ich sammle jetzt genügend Beweise. Nur Wahlmissbrauch.
Okay. Dann wäre es nicht schlecht. 81% ist mir zu gering. Ist mir zu gering. Das heißt, ich warte noch auf den da, wenn der levelt. Und dann kann ich meine eigenen Beweise holen. Okay. So, was machen wir jetzt? Das braucht nachher 4 Gaia. Okay, dann holen wir die Gaia mal. Extrahieren wir 3, richtig? Passt. So, da kann ich einen neuen Oleum-Reaktor installieren. Ich kann jeweils um 4 Level aufwerten, aber ist nicht einmal notwendig. Oleum 1250, 50er verliere ich am Ende. Passt. So, damit mache ich da oben eine neue Angst. Wie schaut es denn da in Deutschland aus? Also, die Gestalt habe ich genug Punkte. Habe ich 58. Da bin ich kurz vor 70. Aber ich möchte da einmal Angst etablieren. Doppeltes Entwicklungstempo der Passionslegenden. Eins, zwei, drei. Wenn du nicht schläfst, komme ich herbei. Oh. Okay. Das wird über die Gerüchte gelevelt. Gerüchte habe ich eh genug. Und dann da. Schwarze Hand. Ja. Zwei rote Lichter erhellen die Finsternis. Der schwarze Hund, nicht die schwarze Hand. Ja. So. Das zum Leveln habe ich genug dann, oder? Ja, 4 von 4. Das rückt über die Gerüchte. Und das braucht das Auge. Und wo haben wir das Auge? Das haben wir da in Paris. Extrahieren wir mal. So. Was extrahiere ich da? Ah, Politik. Zum Ausspülen wegen der... Neues Ereignis in Westeuropa. Amateurdetektivin. Jemand hat einen Detektiv angehört, der gegen unsere Interessen arbeitet. Er ist ein Anfänger. Seine Klienten mag er getäuscht haben, uns jedoch nicht. Wenn wir schlau sind, können wir seine Unerfahrenheit sicher nutzen. Ja. Ja, da haben wir wieder Belohnung gekriegt. Nehmen Sie eine Glückskarte, Jen. Der
Spion. Zwei auf die Heimlichkeit eines Agenten. Das Füllhorn enthält eine Einheit in der Region implantierten Essenzen. Minus 1. Ja, nehmen wir das Füllhorn. So. Das heißt, wir haben da jeweils 1, da haben wir 2, da haben wir 2. Da haben wir 3, also das. Okay, das ist mir schon klar. So. Dann level der mal. Aufstieg. Zweite Geige. Bei jedem Wettbewerb, in jeder Galerie, bei jeder Auktion. Ich bekam immer den zweiten Platz. Erinnert sich jemand an den zweitbesten Künstler in Florenz nach Michelangelo? Ich auch nicht. Nein. So. Jetzt die Frage. Von ihrem A ansetzen dann drauf. Und der. Ja. Na, 97%. Aber ganzes Level abwarten. Kann ich auch nicht. Ja, ich sitze auf sie. Effekte 5 Schrecken auf alle Regionen, minus 5 Schrecken. Na, es werden mehr als 100 Busse für den Marsch von Zaubern in Europa angemietet. Ein Verbot der Opiate zählt zu den Hauptforderungen. So. Verbaler Missbrauch. Führungspersonal von Zauberes Europa wird wegen des Mobbing-Skandals gegenüber freiwilligen Helfern gefeuert. Die Aktivität der Stiftung sind hiervon zeitweilig beeinflusst. Der Marsch von Zauberes Europa ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Stiftung nennt keine weiteren Details. Sehr gut. So. Dann was haben wir da noch für Ängste? Eine kleine Angst. Krankenschwester. Unschuldig Gefallenen. Wir können doch keine Bomben abwerfen. Das sind Zivilisten. Sehr gut. So. Ja, die habe ich da schon. Im Leveln. Die Gerüchte ist auch klar. Die Globus, den habe ich auch schon. Und Augen, also die brauche ich für beide die Augen. Ja. Dann macht er da das nächste. Dann extrahieren wir nochmal Augen. Luft ländlich und Geheimfleisch. Ja. Ah!
Schädlingsbekämpfungsexperten. Die politischen Eliten machen mit, die multinationalen Konzerne auch. Die Superreichen sowieso. Die Ausgasung der Menschen. Wenn alle mitmachen, fühlt die Spinne euch da nicht ausgegrenzt. Fortsetzen. So. 150 nur mehr. Na, ich hoffe, ihr erreicht es dann. Und dann da eine weitere Fabrik bauen. So. 1, 2, 3. Wenn du nicht schläfst, komme ich herbei. So. Gold, Pult, Motorrad, Entführung. Entführung ist vielleicht. Vielleicht. Was? Lead, Präsident, weg. Nacht. Nacht ist bestimmt was. Vier, fünf, sechs. Du kommst nicht weg. Wovor haben unsere Kinder Angst? Eine neue Studie untersucht ihre Ängste. Übernatürliche Kreaturen und Nachtschrecken stehen in der Liste ganz oben. So. Der schwarze Hund. Zwei rote Lichter erhellen die Finsternis. Wald. Wald oder Wild? Ja, ich glaube Wald und Nacht. Schauen wir mal. Ja. Das Mund der Kühnes, der Kühe sorgt für Gänsehaut. Kann das stimmen? Es sollen in wenigen Stunden 15 Tiere verstümmelt worden sein. Wow, kein Tier, das wir kennen, kann dafür verantwortlich sein. Ja. So. Den Detektiv machen lassen und ihm folgen, um seinen Auftraggeber zu finden. Schaltet einen neuen Rivalen Einbruch frei. Schlimmere Probleme vermeiden, indem man dem Detektiv einige unwichtige Infos gibt. Die Rivale erhält weitere Finanzen. Na, ich folge ihm. Indem man ihn machen ließ, konnte der Detektiv die Angst in der Region verringern. Doch dafür konnten wir in einem sehr interessanten Ort folgen. Abwassertunnel. Okay. Ah, das ist leider negativ. So. Einbruch starten. Habe ich genug Augen? Habe ich genug Augen? Ja, ich sage immer Augen dazu, nicht Visionen und sowas. So, was machen wir mit ihm jetzt? Das wird innerhalb von kurzer Zeit, in 76 Tagen wird es freigeschaltet werden.
erkundige da einfach. Oder erkundige in Stockholm. Nein, erkundige da in Warschau. Der zweite Platz auch, die Altstadt. Ja. Sehr gut. Das Baxum ist in der Lage, Ängste zu lindern. Nebenwirkungen. Suchtpotenzial, das wird sofort vernichtet. Rexalum ist das meist nachgefragte Beruhigungsmittel in der Region. Noch vor Diazepam und Lorazepam. Menschenjagd. Wie hatte ich die Spur des Amateurdetektivs verloren? So wartete ich geduldig. Und er taucht wieder auf. Er geht in das Labyrinth aus Tonnen, das mit der Kanalisation verbunden ist. Die Echos und die Finsternis machen mir Sorgen, dass ich ihn von einem Wimpelschlag zum nächsten aus den Augen verlieren könnte. Außer Atem komme ich an die Leiter. Ich könnte schwören, er hat sie benutzt, aber ich weiß nicht, ob nach oben oder nach unten. Als ich nach unten kletterte, erreiche ich einen Tunnel aus festem Lehm. Das ist der älteste Teil des Kanalisationssystems. Die Decke ist eingebrochen und ich sehe Knochen und Kleidungsfetzen vom historischen Friedhof darüber aus hier ragen. Ich habe den Detektiv verloren, aber ich bestaune ein Tableau wie bei Dante. Also atme ich tief ein und gestatte es mir, ein paar Augenblicke zu genießen, Herrin. Ja, der Chassis. Das hat man nicht wirklich was gebraucht. Altstadt. Black Acetate. Ich schlendere durch die engen Gassen. Aus einem offenen Fenster dringt die Musik einer Schallplatte und ich höre den Refrain eines Songs. Fear is a man's best friend. Oh yeah, fear is a man's best friend. Ich kenne den Sänger nicht, doch das ist egal. Manche Leute besitzen das Talent, die Welt mit nur ein paar Akkorden zu erklären, Erin. Okay, dann haben wir da alles gefunden. Dann das nächste Level ist da. Militär, auf alle Fälle. Ja. Setzen Sie den Einsatz fort, das ist ein Befehl. Seltsame Geräusche in der Nacht. Nachbarn berichten von Geheul, Schreien und Explosionen. Wohl im Zusammenhang mit Ereignissen aus dem letzten Weltkrieg. So. Dann brauchen wir da wieder Augen. Brauchen wir auch Augen. Das heißt, ist jetzt Erm. Warte, mal so schauen. Ah! Ich starte den Einbruch mit Erm, weil der hat 100%. Okay. Und den anderen, den nehme ich auf der linken. Genau. Genau, den setze ich dann da ein. Genau, in Paris. Dann. Mal wieder implantieren.
Und mit 7 habe ich viel zu viele Wurzeln. Das heißt. Eine Wurzel. Zwei Wurzeln. Ja, passt. 500 Einnahmen. Das Rad was. Make war not love. Der Fremdführer erzählt, dass in diesem Gebäude alljährlich der Friedensnobelpreis verliehen wird. Ein Mann stiftete, der durch den Verkauf von Schießpulver und Dynamit absurden Reichtum anhäufte. Ich glaube, wir würden uns mit diesem Alfred gut verstehen, Herrin. Ja, der Alfred Nobel. Er besorgt die Beweise. Dann implantieren wir wieder die. Wie heißt das so schön? Die Visionen. So. Ich gehe wieder in den Tunnel, in den sich der Detektiv zurückzog, der uns beschattet hatte. Nachdem ich eine kleine Weile in den Gängen und Röhren der Kanalisation unterwegs war, komme ich unten an einer Leiter an, auf der frische Fußspuren zu sehen sind. So, die Leiter hochgehen. Doppelter Spiegel. Ich komme in einen verlassenen Raum, den der Detektiv als Unterschlupf nutzt. Es gibt keine Spur von ihm selbst. Ich stöbere in seinen Sachen herum und stelle fest, dass er parallel auch gegen sauberes Europa ermittelt. Vielleicht ist er gar nicht so unerfahren. Ich bin ein extrem enthüllendes Dossier. Sauberes Europa, gewaschenes Drogengeld. Sie haben dieses Infofragment entdeckt. Geldwäsche. Beweise, dass die Stiftung in Wahrheit eine Fassade ist und Geld aus dem Drogenhandel wäscht. Das würde viele Dinge erklären. So. Sehr gut. So. Er tut die Augen da extrahieren. Ja. Man kann mit ihm das weiter erforschen. Kloster Stavropolios. Studien bringen die Einnahme von Raxum mit schweren Entzugserscheinungen in Verbindung. Der Fahrdruck-Pump-Konzern widerspricht diesen Berichten. Vier, fünf, sechs. Du kommst nicht weg. Lied. Yes. Sieben, acht, neun. In meinem Sack wird dicht gestreunt. Wir mussten sie aus dem Ferienlager holen. Sie schwor, sie hätte etwas gesehen, was nachts durch das Schlafsaalfenster kam, um sie zu holen. Sehr gut.
So. Dann lasse ich ihm da aber noch einmal das extrahieren. So. Das Moon der Kühe sorgt für Gänsehaut. Fleisch. Ich glaube, Fleisch ist das Richtige. Ja. Und es gibt nichts, was man tun kann, um sie zu schützen. Die Einheimischen fanden das Wesen nicht, das für all diese Opfer verantwortlich ist. Aber sie gaben ihm den Spitznamen und... Sehr gut. Ein bisschen noch. Das haben wir schon mit Interaxin. Und da fällt auch noch ein bisschen. Das heißt, wir müssen da unbedingt die Angst etablieren. Was haben wir noch frei? Die mordende Pflegerin. Ja. Das heißt, die mordende Pflegerin. Es wird Zeit für eine Spezialmedizin, Mr. Hopkins. Sehr gut. Und den ersten Levelaufstieg habe ich genug Herzen noch. Ja. Kloster Stavropolios, ein gehauchtes Gebet. Herrin, ich trete an den Hauptaltar heran und höre einen Gläubigen beten. Dabei wirft sie mir aus den Augenwinkeln misstrauische Blicke zu. Bitte Gott, schütze meine Familie in diesen unsicheren Zeiten, rät sie Gott flüsternd an. Sprich einmal mit ihr. Nur zögerlich kamen ihr die Worte über die Lippen. Im Norden des Landes ist eine schwere Grippe ausgebrochen, erzählt sie. Sie wird bald zur Epidemie werden. Ich habe Angst um meine Großeltern, behandelt die Älteren mit großem Respekt. Das Ereignis Grippe-Epidemie wurde ausgelöst. Oh. Oh. Grippe-Epidemie. Der Expertenbericht prognostiziert für die diesjährige Grippesaison einen aggressiveren und tödlicheren Erreger. Vor allem sehr alte Menschen sind gefährdet. Einschleusen. Die neue Videokampagne von Saubere Europa startet um die Zahl an Views steigt exponentiell. Virale Videokampagne. Ist das leise? Ich glaub nicht. Hallo? Ja. Ganz normaler Ausschlag. Vielleicht habe ich zu leise gesprochen. Entschuldigung. Virale Videokampagne. Sauberes Europa, saubere Apotheken. Es wurden Influencer angeheuert, um sich gegen den Import von Opiaten auszusprechen. Unruhestiftung in den sozialen Medien. Die Meinung eines Content Creators ist mehr wert als die von 100 Reportern. Und saubere Europa weiß das. Gut. Dann nutze ich die Geldwäscheskandal. Nicht ganz so. Sauberes Europa. Der Stiftungsskandal, der die politischen und wirtschaftlichen Eliten des Kontinents in Verruf bringt. Naja, gut.
so. Service Europa nimmt seine Videos aus dem Netz. Die Pressestelle verweist auf ein Überdenken der Kommunikationsstrategie. Jen, ich möchte ehrlich sein. Es könnte mich nicht weniger kümmern, dass was ihr Unternehmen in Europa tun oder lässt. Meinetwegen können sie den ganzen Kontinent vernichten. Aber Relaxum und Nolopain stehen in Konflikt mit den Interessen gewisser sehr einflussreicher und gefährlichen Personen, die ich vertrete. Bitte, wenn Sie nicht hiermit aufhören, nehmen Sie sich erst vor und danach mich. Eine Abmachung vorschlagen? Sie stehen mit dem Rücken zur Wand, Madame Lacroix. Ich habe nicht vor, mich zurückzuziehen. Wir könnten einen kurzen Waffenstillstand aushandeln, doch der hätte seinen Preis. Seufzend. Na schön, abgemacht, aber sauberes Europa ist noch nicht besiegt. Das verspreche ich Ihnen. Okay, was ist passiert? Die Mundpropaganda wirkt. Nach den spektakulären Absatzzahlen von Relaxum in der Nachbarregion wächst die Nachfrage nach Badro Farms Beruhigungsmittel. Okay, Ereignis kann nicht gehandelt werden. Schreckgespenst. Von erkunden. So. Daten abwenden, die Prognose noch verschlimmern. Ich brauche 3 von denen da. Wissenschaft. Hier 3. Du hast einen Zyklus. Dann alle Level ab. Mein Gott ist der Einzige. Mein Feuer breitete sich aus. Könige stiegen auf und fielen. Andere Völker jenseits der Grenzen brachten ihre fremden Götter mit. Eines Nachts vernahm ich seine Botschaft. Es darf keinen anderen Göttern in mir geben. Und so wurde das Feuer, das ich entfacht hatte, mein Schicksal. Glaubenskrieg.
Wow. Ich muss hier. So, wie deine Belohnung. Das heißt, müssen überlegen. Ah, da kann ich wieder leveln. Es wird Zeit für die Spezialmedizin, Mr. Hopkins. So, Elektrizität, Geld, Gift. Vielleicht Gift. Geräusch, Geologie, grob, Zwillinge, Fluch, Tür, Gesundheit. Gesundheit oder. Ich nehme mal Gesundheit. Ja! Die Ärzte wissen nicht, was sie brauchen. Trailer für das Pflegeheim aus der Hölle. Premiere am 19. Dezember. Also echt jetzt Horror im Pflegeheim. So. So. Wir brauchen nur noch zwei Augen. Dann schauen wir mal. Ismiguiu oder so sehe. Spiegeln, Spiegeln. Als ich am Ufer entlang gehe, sehe ich ein kleines Mädchen. Dein Spiegelbild im Wasser betrachten. In den Händen einen zugeklebten Karton. Die Miene eine Mischung aus Überraschung und Schrecken. Ich gehe zu ihm und frage. Was hast du denn da im Karton? Es ist etwas so Wichtiges, dass ich es für immer versenken will. So kann es mir niemand wegnehmen, nur das Wasser, und ich kenne dann sein Geheimnis. Oh, servus, Mario. Ja, okay. Danach wirft sie die Schachtel hinein, die rasch auf den Grund sinkt. Und ich sehe das Mädchen an und weiß nicht mehr, ob sie 10 oder 100 ist. So. Dann tue ich da wieder. Na. Ah, 97%. Verdammt. Dann extrahiere den Zyklus nochmal. Okay. So. Ja, die Daten abändern und die Prognosen noch verschlimmern. News. Tausende von alten Menschen werden sterben, weil unser Gesundheitssystem zusammenbricht. Das wird eine echte Katastrophe, sagt eine alarmierende Studie voraus. So. Dann mache ich da, da, da. Das braucht Herzen dann wieder. Also Blut.
Einbruch starten. 7,1%, das war. Das war schon ein blödes Pech, wenn ich da das früh abkriege. Das alte Kabarett. Ich erreiche den Eingang zum Leolo Club, einem alten Kabarett aus den Zeiten zwischen den Weltkriegen, das schon seit Jahren geschlossen ist. Ich biege in eine Gasse ab und finde den Notausgang. Eine schwere, verrostete Metalltür versperrt mir den Weg. Wenn ich die Ohren spitze, kann ich von drinnen Musik hören. Paramilitärisches Europa. Breche die Tür auf und gehe hinein. Im Hauptsaal sehe ich hunderte von Leuten mit kahlrasierten Schädel, die um eine Band mit punkrockigem Sound herum auf- und abspringen. In einem anderen Raum finde ich Dutzende von Waffen, Spuren von Kokain und eine Kiste mit dem Logo von Sauberes Europa, die genutzt wird, um darin Munition aufzubewahren. Es ist klar, wer für all das bezahlt. Die Frage lautet, warum? Infrafragment entdeckt? Paramilitärische Gruppen. Sauberes Europa und seine Verbindungen zu Milizen. Diese Schlagzeilen könnte eine echte Bombe werden. Forum der Ex-Freiwilligen. Das heißt, ihr etwas gegen sie in der Hand, wenn sie da durchstartet mit ihrer nächsten Aktion. Das heißt, ich brauche dazu, glaube ich, nur 5-mal Blut. Okay. Das heißt, 5-mal Blut. Genau. Passt. Dann habe ich die Karten auch gut angewendet. Ja. So, dann kann ich da das Leveln weiter. Setzen den Einfahrt fort, das ist ein Befehl. Ja, das Asaka. Ja. Ja. Möge Gott uns allen dafür vergeben. Ich sehe sie in den Schatten schreien, wenn ich schlafen will. Aber ich hatte doch nur Befehle befolgt. Opa, du musst schlafen, wenn du so weitermachst. Kommst du wieder ins Krankenhaus? Sehr gut. Das heißt, für das vierte Level brauche ich 5-mal Visionen. Zunächst hier, da zwei Zyklen Visionen. Ja. Das ist die Mundpropaganda wirkt, ja. Unglaublich, ich stehe schon eine halbe Stunde für Relaxmann, berichtet uns ein Kunde einer bekannten Apotheke aus der Region. Ja, der Verkauf von Opiaten sollte unbeschränkt und unreguliert sein. Bitte, süße Pillen. Jen, ihre Eltern, es gab einen schrecklichen Unfall. Doppelblind. Und in den Augen Gottes werden alle Sünden gesehen und verurteilt. So, jetzt habe ich nochmal das da. Ja.
die Schwester macht das Herz. Das Herz wird vom Dings extrahiert. Sehr gut. Ab heute werden die Einschränkungen von Apotheken verringert, was den Zugang zu potenziell suchterregenden Medikamenten anbelangt. So. Ich habe alle Krankheiten ausgespült. Also alle Ängste ausgespült. So. Dann brechen wir da ein. Ja, Einbruch starten in das Forum der Ex-Freiwilligen. Ah! Sehr gut, der ist gelevelt wieder. Aufstieg. Exquisite Leichen. Es war nicht schwer, die Konkurrenz loszuwerden. Niemand fragt sich bei einem chaotischen Künstlerleben, woran jemand gestorben ist. Am süßen Duft der Nachtwelt, lief mir das Wasser im Mund zusammen. Und so füllte ich die Stadt mit exquisiten Leichen. Der Gifterin. Sehr schön. Die Zahlen von Fahrradfahren waren im vergangenen Jahr richtig exzellent und es ist nun eines der gewinnträchtigsten Unternehmen der Welt. Okay. Sauberes Europa stellt mit Hilfe der Konservativen das neue Prohibitionsgesetz im Kongress vor. Politische Initiative. Gesetzesentwurf zum Verbot des Verkaufs suchterzeugter Produkte, um die Moral unserer Jugend zu schützen. Eine neue Prohibition. Sauberes Europa drängt auf eine Untersagung des Verkaufs von Opiaten. Nolopain und Relaxum wären dann verboten. Ja, das nutze ich jetzt aus. Ja. Sauberes Europa und seine Verbindung zu Milizen. Diese Schlagzeile könnte eine echte Bombe sein. Der Aufsichtsrat bestreitet alle Verbindungen der Stiftung Sauberes Europa zu paramilitärischen Gruppen. Doch der Verdacht hat sein Image irreparabel beschädigt. So, der sucht noch neuen Beweisen. Ah, Schreckgespenst. Kult und Entführung. Ich glaube Entführung. Oder? Yes! Dieses gruselige Schlaflied. Was mache ich denn mit ihr? Sie ist seitdem jede Nacht so. Sie kommt schon darüber hinweg. Wir haben doch als Kinder die gleichen Geschichten gehört. Ja, Krampus, ja genau. Warst du denn auch artig? Das finden wir heute raus. Na, sehr gut. Krampus, ja. So, da ist das nächste Ziel von einer. 109 Runden. Okay. Ah. Was zum Leveln wieder? Flash, Reptil. Ah, Reptil ist es ja keins. Aber Flash. Flashwald. Ritual. Wild. Ja, wild. Yes!
Seine Zähne stammen aus der Hölle. Diese Angriffe sollten uns nicht überraschen. Immerhin vernichten wir seinen Lebensraum. Ökologie. Aggressive Spezies außer Kontrolle. Ja. Sehr gut. Wenn ich da draufklicke, dann beende ich die ganze Mission. Sehr gut. Aber ich muss ihn, glaube ich, zuerst besiegen. Unheilbarer Schmerz. Die Profite von Fadro Farm schießen in die Höhe und die Opferzahlen von Opioid-Überdosen erreichen neuen Rekord. Ah, okay. Ja, damit haben wir die zweite Mission abgeschlossen. Ja, es bestätigt sich mein Verdacht, dass die immer zu circa 2 Stunden dauern, die Missionen. Dies ist jetzt 18:09. Dem süchtig nach Gesundheit hat das Kapitel aufgehassen. Nachdem alle Regulierungen aufgehoben wurden, sind Medikamente von Fadro Farm die meistverkauften in Europa. Fortsetzen. Ja. Umwandlung von Ressourcenüberschuss. Okay. Eindrucksvollchen. Sie sind brillant. Unter ihrer Führung ist Fadro Farm zu einem der profitabelsten Konzerne der Welt geworden. Ganz Europa liegt jetzt zu ihren Füßen. Das reicht nicht. So hatte ich mir das nicht erhofft. Es bleibt noch viel Arbeit. Machen wir weiter. Alles zu seiner Zeit, Jen. Jetzt brauche ich noch ein paar Einzelheiten, um ihre Geschichte weiterzuschreiben. Dann machen Sie. Wollen wir mal sehen? Was haben wir hier? Ah, da. Die inhäusige Studie über Nolopain und Relaxum, die Sie verschwinden lassen haben. Schneller als man gucken kann. Die Studie war unvollständig und voreingenommen. Sie hätte niemals durchgeführt werden dürfen. Außerdem hatte die Firma schon Millionen in die Kampagne gesteckt. Wir konnten sie nicht einfach abbrechen. Ich verstehe, Patienten anzulügen und sie süchtig zu machen, war eine bedauerliche Nebenwirkung. Sagen Sie mir, Jen, was hätten Ihre Eltern davon gehalten? Nur die Ereignisse sind wichtig, das haben Sie mich gelehrt. Ich würde von Ihnen nie zurechtgewiesen. Nicht eine Zurechtweisung oder irgendeine Anerkennung? Oh, die traurige und einsame Jen. Sie waren wirklich gänzlich unsichtbar bei ihrem Blick. Ich habe mir geschworen, dass sie sich dann eines Tages ändern würde. Aber Jen, wie wollen Sie denn jemanden beeindrucken, der seine Augen nie wieder öffnet? Es reicht. Sie waren blind, aber die Blicke der ganzen Welt werden auf mir ruhen. Geben Sie mir wieder die Kontrolle über die Maschine und ich zeige es Ihnen. Natürlich, Jen. Wir haben alles, was wir brauchen, um fortzufahren. Schauen wir. Lügen und Frustration, das sind zwei hervorragende Zutaten. Sagen Sie mir, also was meinen Sie, was am besten in der Maschine funktionieren wird? Lügen. Also, setzen wir die Geschichte fort. Die Pharmakönigin wurde zu groß für den Thron. Sie brauchte mehr Einfluss und Aufmerksamkeit. A
Also begann Jane Hammond, sich einen Meisterstreich zurechtzulegen, als sie die verstörenden Neuigkeiten aus Italien hörte. Italien. Ideale Gelegenheit. Der örtliche Ausbruch von hämorrhagischem Fieber bei Schweinen macht Experten Sorgen. Und Menschen und Schweinen. Kapitel Mission 3 von 4. Wie Jane Hammond es gelang, insgeheim das schrecklichste Virus der Welt zu entwickeln. Und den wundersamen Impfstoff dagegen. Die italienischen Behörden daran hindern, ihre Experimente zu verbieten und den Hybridvarianten des neuen SARS-CoV-1-Virus erschaffen. Okay. Alle Gesetze zu Tierversuchen sollten abgeschafft werden. Okay. Ich nehme René jetzt einmal am Anfang mit. Ah, jetzt geht's nur um Italien. Sie haben gerade ihr Forschungsteam nach Italien gebracht. Während das Land eine grausame Epidemie durchleidet, die Schweinebauern in den Ruin treibt. Ihr Vorwand, hier zu sein, besteht darin, die Seuche auszumerzen. Doch in Wahrheit ist ihr Geheimplan wesentlich weniger selbstlos. Sie haben in Wahrheit vor, eine Mutation des Virus zu entwickeln, die auf Menschen übertragbar ist. Nicht wahr, Mrs. Hammond? Ja, und sie vergessen den wichtigsten Teil. Wir entwickeln und patentieren auch einen entsprechenden Impfstoff. Doch um das zu tun, müssen erst die Gesetze des Landes gegen Tierversuche geändert werden. Es hält nicht jeder etwas von ihren Hobby aus Gittertagen, Jen, lebende Geschöpfe zu verstümmeln. Verstümmeln, ich habe nie... Ach, fahren Sie fort. Ich werde keine Energie darauf verschwenden, dieses Thema mit einer Puppe auszudiskutieren. Wunderbar, Jen. Denn sie werden all ihren Wagemut und einen kühlen Kopf brauchen. Diese Mission ist anders. Bedenken Sie jeden Schritt und lassen Sie keine Gelegenheit ungenutzt. Denken Sie daran, Regionsereignisse können entscheidende Werkzeuge sein. Die Maschine und Ihre Agenten sind jetzt bereit. Sagen Sie mir, Jen. Sind Sie es auch? Ich bin bereit. Fangen wir an. Ja. Ist dann sehr tierlieb. Immer ist es Volk von sehr tierlieb auf kaum tierlieb. So. So. Entdecke Rom. Oh, uraltes und ewiges Rom. Krieg, Eroberung und Blut und Angst waren der Mörtel, mit dem auf diesen Steinen ein Reich errichtet wurde. Meinen Sie jetzt gerade damals schon unsere Maschinen, Herrin? So, okkulte Legende. Dann erkundigen wir mal das. Dann implantieren wir. Dies einmal. So. Jane Hammond ist in Italien. Wir haben hergekommen, um das neue Schweinefieber nachzugehen, erläutert die Padrofarma CEO. Und wir brauchen Gesetzesanpassungen, damit wir unsere Arbeit machen können. Ich bin auf meinen Gegner schon gespannt. Neues Ereignis in Italien. Die italienische Regierung wird die Ergebnisse des Gesundheitsnotfallausschusses veröffentlichen. Aufgrund des Ausbruches eines hämorrhagischen Fiebers auf Viehhöfen wird der Verzehr von Schweinefleisch bis so weit es untersagt. Die Maßnahme dürfte für die allgemeine Besorgnis der Bewohner des Landes sorgen.
Okay, da brauche ich gar nichts machen. Im Gesundheitsnotfallausschuss. Gut. Heilige Mumien. Ein kleiner Junge steht gebannt vor dem bei der mumifizierten Leiche eines Papstes in einem Glassack. Wahrscheinlich begegnet es das erste Mal den Tod. Der Anblick der Leiche ist verstörend, selbst für mich. Versuchen, das Kind zu beruhigen. Keine Angst, das ist etwas ganz Natürliches. Deine Eltern, deine Freunde, sogar du. Ihr alle werdet eines Tages enden, wie dieser Herr hier, sag ich ihm, und der Junge bricht untröstliche Tränen aus. Ich fürchte, ich bin kein sehr guter Kinderpsychologe, Herrin. So. Dann schauen wir uns einmal an, was wir da für Sachen haben. Poltergeister. Der Kamikaze-Fahrer. Okkulte Legenden. Ja. Poltergeister. Es passiert immer, wenn man es am wenigsten erwartet. So, dann brauchen wir Visionen. Und wächst er hier in die Arme. So, unsichtbar, kann man sagen, unsichtbar, passt auch ganz gut zu ihm. Ja, unsichtbar. Jawohl. Möbel bewegen sich, Dinge werden lebendig. Ich habe zum Beweis ein Foto gemacht, ich schwöre, dass das Glas von alleine runterfiel. Wenn sie schon wieder damit ein, hör auf mich, die Schippe zu nehmen, sonst blockiere ich dich. Dann brauchen wir 3. Das heißt, ihr kommt den Bahnhof Roma Termini. So, und ich hole mir was zum Trinken schnell, gell? Sie verheimlichen irgendetwas vor uns. So etwas habe ich noch nie erlebt. Merkt ein Bürger beim Verlassen eines Schlachters an, dem das Fleisch ausgegangen ist. Ja. Wir haben Sie einen Agenten, um Ihnen zu helfen, Jen. So. Okay. Das heißt, wir machen von oben weiter.
Stadt erkunden. Bahnhof Roma Termini. Ich kreuze in der Strecken. Ein blinder alter Mann packt mich in der Bahnhofsvorhalle am Arm und schreit mich rüde an. Das wird aber auch Zeit, du Esel. Bring mich zu den Zug, der auf Gleis 3 abfährt. Schnell, du Trottel. Er verwechselt mich offenkundig. Ich bringe ihn ganz einfach zum falschen Zug. Fast waren wir zu spät, du Esel. Du warst immer für nichts zu gebrauchen, schreit mich der alte Mann nach einer Ohrfeige an, ehe er den Gang hinunter verschwindet. Dann warte ich, bis ich die Türen des Fernzugs in die völlige Fremde schließen. Mit einem sehr schönen Nachmittag am Bahnhof, Herrin. Sehr gut. Dann extrahieren Norme. 3. Florenz, Piazzale Michelangelo. Wunderschön, nicht wahr? Man sagt, Stendhal habe jedes Syndrom, das seinen Namen trägt, zum ersten Mal erlebt, als er in diese Stadt kam, erzählte mir ein Einheimischer. Mein Herz beginnt zu rasen, mir wird schwindelig und mir bricht kalter Schweiß beim Gedanken an die Angst aus, die wir in den Straßen verbreiten werden, Herrin. So. Das heißt, macht man da eine zweite Krankheit einmal. Ja. Dann kann ich nachher da eine Oleumraffinerie wieder bauen. Der Toaster hört zu. Toxischer Dünger und der Kamikaze-Fahrer. Toxischer Dünger. Ja. Achtung, hohes Risiko einer schweren Kontaminierung. Okay, da brauche ich dann Gaia. Das heißt, Gaia. Und dann erkundige ich die David-Statue. Okay. Oh. Ja, wirklich ein Gegenspieler. Aber wer wird das sein? Wer wird das sein? Na gut, dann warten wir mal an. Wisst ihr, dass der da angesammelt hat? So. Ja. Möbel bewegen sich, Dinge werden lebendig. Energie, so eine Art parapsychologische Energie. Und es ist ein Fluch. Ja. Sie tragen Angst in die Herzen ganzer Familien. Der ganzen Familie. Mein Onkel hat mit Wissenschaftlern gesprochen, mit den Medien, sogar mit Exorzisten. Und diese Dinge passieren weiter in seinem Haus. Er ist verzweifelt. Sehr gut. Dann ist ganz wichtig, dass die Stadt erkunde. Wow. Okay. So. David-Statue. Die Touristen sind wie ein Schwarm Insekten, die über Plätze durch enge Straßen ziehen. Eine von ihnen hat eine Brieftasche von einer Statue verloren. Und nun geht er
geht der Geistesabwesen davon, bewegt die Fühler, bevor es die Flügel spreizt. Ja, wieder 200 Dings dafür. Lass mich überlegen. Was machen wir jetzt als nächster? Ich brauche da Gaia. Ich brauche aber irgendwen auch, der nachschaut. Nein, das hat noch Zeit. Ich will Gaia zuerst fertig extrahieren. Okay, was passiert da? Jährliche Konferenz für kosmetische Medizin. Die wichtigsten Experten für Medizin, Jugend und Schönheit versammeln sich dieses Jahr in Italien, um über Erkrankungen und das Älterwerden zu sprechen. Ich muss da einen Agenten einschleusen. Neapel, Strand von Gaiola oder Gaiola, ich weiß nicht. Badende laufen aufgeregt am Ufer hin und her. Die Wellen haben das Wrack eines gesunkenen Schiffes angespült. Da kann man genau zur rechten Zeit nach Neapel herrennen. Okay. In 75 Minuten macht er die nächste Bewegung. Ah, was haben wir da? Düsterer Ort. Verdoppelt das Entwicklungstempo der Gestaltlegenden. Okay. Auf jeden Fall implantieren wir mal Oleum-Raffinerie. Und schauen uns das einmal an. Jährliche Dings. Nachher muss ich andere umschicken. So, da haben wir jetzt die drei. Damit kann ich den Dünger weiterentwickeln, toxische Dünger. Digital nah. Gesundheit vielleicht, Virus ist keiner. Ländlich, ja, ländlich. Ländlich passt dazu. Ja. Extreme Gefahr einer Massenvergiftung. Die großen Agrarproduzenten beteiligen sich. Wir haben gutes Geld für die Studien bezahlt, denen zufolge unser Dünger harmlos ist, merkt der Sprecher an. Naja. So. Dann decke ich ärmer mal auf. Wer mein Gegner ist, das war wichtig zu wissen. Komm schon ein bisschen noch. Ja. Dann implantieren wir mal eine Oleum-Raffinerie. Habe ja Achievement freigeschaltet. So. Ja, aber mit Belohnung verdient. Eine Karte. Zwei auf die Heimliche deines Agenten. Zwei Einheiten jeder Region implantierten Essenz. Das nehmen wir auf alle Fälle. So, was sagt er mir? So. Das Dokument, die schreckliche, unumkehrbare Folgen des Alterns durchsickern lassen. Region erhält den Zustand materialistisch. Oh.
Unterstützung für Tierrechte schrumpft. Das Dokument wurde das Anti-Aging-Ergebnis bei Nagetieren durchsickern lassen. Das heißt, ich habe 106 Tage Zeit. Ah, okay. 10. 20.10 von 20. Was heißt das 10 von 20? Habe ich da jetzt irgendwas überlesen? So. Ich sehe schon. Ich brauche mal das Schrecken der Zukunft. Okay. Der Toaster hört zu. Was? Dann implantiere den einmal 10 von 20. Es war gut. Ja, natürlich könnten wir über diese Dokumente sprechen. Der Toaster hört zu. Gut. Brauche ich zwei. Genau. Jetzt haben wir 20 von 20. Jetzt können wir das wählen. Dann schrumpfen die direkte. Wir sprechen hier vom Fortschritt. Scheiß auf die Ratten. Er will den Bürger als auf die jüngsten Experimente im Bereich der kosmetischen Medizin ansprechen. So. Mäßig tierlieb. Ich brauche aber kaum tierlieb. Ja. Gut. Okay. Da habe ich jetzt einen Toaster implantiert. Braucht die Politik. Naja, wie sich eh in drei Runden. Ja, schauen wir mal, was er sagt. So. Ah. Stefano Brioschka. Millionär und Moderator, 65. Beschreibung. Die neu gegründete Partei definiert sich als jugendlich, grün und apolitisch. Stefano Brioschka, ihr Oberhaupt, ist einer der berühmtesten und umstrittensten Fernsehstars des Landes. Ziel, sich selbst als Favorit für die kommenden Parlamentswahlen in Position bringen. Ein Herz für die Naturpartei. Ja. Start gleich mal an Einbruch. Stefano Brioschkas Herrenhaus. Gut. Das macht er gleich. Dann brauche ich für ihn gleich die Augen extrahieren. Ja, das wird als nächstes fertig, auf alle Fälle. Mhm. Extrahieren dreimal. Dann habe ich 4 insgesamt. Ja, das geht sich schon aus mit 4. Na gut. Willkommen, meine Kleine. Sie kommen genau zur rechten Zeit, mitten in diesem Schweinefieber und kurz vor den Parlamentswahlen. Italien ist eine Zeitbombe geworden. Meine neue Partei braucht nur noch einen gemeinsamen Feind. Sie. Und diese Gerichte über ihre Experimente. Sie werden das Frischfleisch, mit dem ich das Wahlvieh anlocke. Kopf hoch, sie werden eine Hauptrolle in meiner Fernsehshow spielen. Vielleicht dürfen sie sogar in meinem Film dabei sein. Ich bleib standhaft. Ihre politischen Spielchen gehen mich nichts an. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Shows und lassen Sie uns in Ruhe arbeiten. Signor Brioschka. Oh, mein liebes Mädchen, was für ein Temperament. Doch ich fürchte, unsere Wege werden eine Zeit lang verflochten bleiben. Ihr Gesicht wird in meiner Show wunderbar aussehen. Und es ist schon entschieden. Ich widme Ihnen ein paar Szenen in meinem neuen
Dokumentarfilm. Schon bald werden die Menschen über eine brennende Wahrheit sprechen, mein Schatz. Ciao. Ah, zwei Geier heute. Das ist sehr gut. Die Geier brauche ich nämlich für das zum Entwickeln. 3 von 3. Passt. Das heißt... Ja. Yeah. So. Das heißt, da traut man noch in die Raffinerie, ja. Vielleicht finde ich Beweise vorher. Gut, schauen wir weiter. Die Tat Wendehals. Bei Tageseinbruch betrat ich den Ort, an dem Stefano Priosca lebte. Ein opulentes Herrenhaus im Stil des Anwesen eines Herzogs. Das Wohnzimmer ist voller Bilder eines lächelnden Stefanos, neben allerlei anderen Gestalten. Kardinäle, korrupte Politiker, Mafiabosse. Wenn Opportunismus eine Ideologie wäre, wäre Priosca ihr größter Verfechter. Erkundigen wir mal die Küche. Nein, den Keller. Irgendwie rieche ich, dass da was ist. Liebesnest. Im Keller gibt es einen gewaltigen Fernseher, auf dem ein Porno ohne Ton läuft. Vier Matratzen und Dutzende von Taschentüchern liegen auf dem Boden. In der Luft hängt ein übler Geruch nach Schweiß und anderen Körperflüssigkeiten. Ich habe den Eindruck, dass ich mitten in einem schmierigen Filmdreh gelandet bin. Ich finde eine Visitenkarte. Sorella Luna. Diesen Ort sollten wir uns ansehen, Herrin. Drei Pop. Okay. Ja, das Problem ist, ich habe keine Beweise gegen ihn gesammelt. Anscheinend die Küche auch nochmal noch. So. Ja. So, dann haben wir die Poltergeister. Leveln. Energie. Ja, Energie, so magische Energie oder sowas. Bin gespannt, ob das passt. Yo! Manche Häuser wollen nicht bewohnt werden. Was ist das Motiv? Das sind verborgene Kräfte, über die wir nichts wissen aus dem Jenseits oder aus dem Hier und Jetzt. Eine Sendung über Poltergeister und Spukhäuser. Roll ein, ich habe so etwas auch schon erlebt. Eines Tages erzähle ich das mal. Okay, aber alle glauben das. So. Jetzt ist die Frage. Wir erkunden einmal den Hafen von Napoli. Okay. Meine reizende Jane, ich habe Gerüchte darüber gehört, was sie diesen armen Schweinen in ihren Labor antun. Das wird ihnen aber viel böses Blut einbringen. Umweltschutz ist in Mode und sie servieren mir tausende von Stimmen auf dem Silbertablett. Es ist so schade, dass wir Feinde sind. Bei dem Alter könnte ich auch hier lieber Papi sein. Finden Sie nicht? Höflich ablehnen. Ich danke Ihnen, Senior Priosca, für dieses Kompliment. Doch ihr Angebot muss ich leider ablehnen. Halt, Sie haben aber nicht klar Nein in die Ablehnung gesagt. Was heißt das? Oh je, meine liebe Jen, Ihre Ambivalenz macht mich noch verrückt. Lernen wir uns weiter kennen. Ich muss gestehen, Sie schenken diesem alten, müden Herzen neues Leben und neue Kraft, mein reizendes Mädchen. Stefano ist aufgeregt. Das Ausbreitungstempo Ihres Rivalen erhöht sich. Da brauche
das Politische. Das habe ich noch nirgends etabliert. Wie man da mal das Politische. Ja. Da muss ich einen mal hinschicken, um das abzubauen. Ich höre genauer hin, um sicher zu gehen, dass alle schlafen, bevor ich mich ins Herrenhaus schleiche. Geschmacklose Rokoko-Kunstgegenstände wechseln sich mit zahllosen Fotos von Stefano ab. In seinen ersten Jahren als TV-Comedian in Schwarz-Weiß wird er zur Gegenwart als Magnat und Moderator. Ein echter Überlebenskünstler. Jetzt schauen wir mal in der Küche noch. Selbstgekochtes. Ich erreiche die Küche und spüre etwas zwischen meinen Beinen. Hindurchhuscht. Als ich die Taschenlampe anschalte, sehe ich ein verängstigtes Ferkel, das den Flur hinunterläuft. Und anscheinend ist es hier vor kurzem schon geschlachtet worden. Denn alles ist voller Würste, Blut und Eingeweide. Es scheint, dass man sich im Haus Brioschka nicht an das aufgrund der Epidemie verhängte Verbot zum Verzehr von Schweinefleisch hält. Sehr gut. Sie haben dieses Infrofragment entdeckt. Verbotenes Fleisch. Brioschka hat während des Schweinefiebers Ferkel gezüchtet und gegessen. War ja nicht ein Umweltschützer. Und das konnte ich dann gleich einsetzen. Sehr gut. Sehr gut. Dann, bevor ich da den Einbruch starte bei ihm, wo ich mir. Ja, genau. Politik von da. Extrahieren wir mal. Na. Ja, genau, annehmen. So, und morgen wird das bekannt gegeben. Stefano Brioschka behauptet, seinen neuen Dokumentarfilm eine brennende Wahrheit werde die Welt die Augen für den Missbrauch der Natur öffnen. Manche Bewegungen haben einen Spezialeffekt. Sobald ihre Vorwarnzeit abgelaufen ist und sie sich über die Karte auszubreiten beginnen, werden sie auch ihre Effekte zeigen. Versuchen Sie, sie zu neutralisieren, bevor sie aktiviert werden, um ihre negativen Folgen zu vermeiden. Ja, ja, ich weiß schon. Das Gute ist, die öffentliche Kampagne Eine brennende Wahrheit, eine Grundlage für den nächsten Umweltdokumentarfilm unter Regie von Stefano Brioschka. Und da nutze ich das mit dem Schweinefleisch gegen ihn. Ja. Ein grüner Messias. Brioschka hofft auf internationale Anerkennung. Er hat noch keine Kamera getroffen, die er nicht mochte. Ja, ja, Unterstützung für die Tierrechte wächst. Nein. Da nutzen wir das einmal. Ja. Brioschka, der umstrittene Moderator, wurde auf frischer Fleisch. Frischer Datetab. Liebt ihr die Tiere oder nur ihr Fleisch? Publicity Events für eine brennende Wahrheit sind vorübergehend ausgesetzt. Stefan Brioschka behauptet, das liege nur an kleineren logistischen Schwierigkeiten. Ja. Sehr gut. Das heißt, ich brauche für den das, was er baut. Und die habe ich jetzt verbraucht, die drei. Ja. Ah, kann ich auch mal leveln. Italien. Aufstieg. Die angesagte Künstlerin. Dann kam der Erfolg. Meine Werke verkauften sich am besten. Mein Gesicht war auf den Covern aller Magazine. Die Kunstwelt nannte mich genial und ich glaubte es. Möge die ganze Welt sich an mich erinnern, stieg ich mit dem besten Champagner an, umgeben von mir fremden Gesichtern. Volk und Ruhm. Schauen wir mal. Eieieiei. Achso, das ist das Handbuch. Ja. So, dann.
Hafen von Neapel. Mit einer Pudel in der Hand vertraut mir der alte Seemann etwas an. Ich war schon auf der ganzen Welt und es ist gelogen, was die Leute sagen. Sie ist keine Kugel. Die Erde ist flach. Ihr habt den Rand selbst gesehen. Ein Schiff fiel sogar schon mal runter. Und was passierte, als es runterfiel? Als wir vom Rand fielen, drehte die Welt uns um. Rechtshändler wurden Linkshändler. Die Fröhlichen wurden traurig. Und ich war so nüchtern wie eine Nonne. Dann zwinkerte mir der Seemann zu und begann herzhaft zu lachen, während er auf seine Flasche zeigte. Ja, ja. Okay. Was mache ich jetzt als Nächster? Ich brauche dringend politische Sachen. Politische Sachen baut er gerade auf. Dann brauche ich daneben die Weltsachen. Die Weltsachen habe ich da oben. Die bauen wir mal an. Extrahieren wir mal. Gut. Ah, was macht er da in Rom? Da kommt die nächste Bewegung. Muss mich dann vorbereiten drauf, dass ich irgendwas hab. Ach, Tjern, Sie böses Mädchen. Was soll ich noch mit Ihnen machen? Diese Dokumentarfilm ist meine Eintrittskarte zu den Oscars. Vielleicht sogar zum Nobelpreis. Haben Sie schon von meinem geliebten Al Gore gehört? Ihre Einmischung wird unsere Pläne verzögern. Die Produzenten werden nervös und ich auch. Doch versichere Ihnen, dass ich diesen Film zu Ende bringe. Oscar? Nobelpreis? Sollten wohl mit der UV-Strahlung aufpassen, Senior Brioschka. Scheinen sich ein paar Neuronen durchgebrannt zu haben. Sehr gut. Okay, ein neues Ereignis. Fuck. Geliebter Planet, Episode 26. Der Moderator Stefan Brioschka ist auch das Aushängeschild von Ein Herz für die Natur. Unser heutiges Thema, Tierquälerei der Pharmaindustrie. Ja, jetzt geht das natürlich direkt da. Einen Agenten einschleusen. 13 den da noch. So. Dann schleuse ich ihm da ein. Dann erhöhe ich. Oster hört zu. Kontrolle vertraulich. Feucht, Sonne, gigantisch, Technologie. Sicher ein gutes Schlagwort. Ich bin alleine und das ist eine sichere Leitung. Wir sprachen gerade über das Einkaufen und es waren keine Handys in der Nähe. Und doch, sie haben auch Werbung bekommen, oder? Aber wie belauschen sie uns? Ja. Ja. Das nächste. Den toxischen Dünger. Chlorophyll. Weg, Schönheit, Meteorologie, Besessenheit, Gesundheit, Virus, Interdigital. Chlorophyll, ist es das, wo man noch bewusstlos wird? Ich weiß nicht, aber hört sich chemisch an, also gib es da her. Sag ja. Davon abgesehen ist das Produkt zu 100%ig sicher. Die nennen es Fortschritt, aber diese Bastarde in der chemischen Industrie scheint sich nur um ihre Profite, während sie uns fröhlich vergiften. So, dann wird's Zeit. Lass mal einen Einbruch starten. Thank you.
Okay. Das Auge ist da implantiert. Da brauche ich drei. Aber schauen wir mal, was er weiß davon. Geliebter Planet, Episode 26. Okay. Was mache ich, dass die Konkurrenz eine Parallel-Shark-Apokalypse ausstrahlen lassen? Okay, 25. Okay, 25. Schrecken des Todes. 10, 20. Kamikaze-Fahrer. Ja. Jawohl. Den Konkurrenzsender Shark-Apokalypse ausstrahlen lassen. Der neueste Teil der berühmten Unterwasser-Horror-Saga legt beim Publikum voll ein und überall im Land wächst die Angst vor Meerestieren. Ja, jetzt sind es kaum tierlieb. Sehr gut. Wo haben wir die Visionen? Da haben wir die Visionen. So, extrahieren wir das einmal. Okay. Da ist extrahieren. Okay. Und der schaut noch bei ihm, was es als nächstes gibt. Ah, ich sehe das. Ganz leicht. Schwester Mondine. Die Errichtung ist eine jenes Luxusbordelle, in der Prostituierte als Escorts und sexuelle Ausbeutung als freie Marktwirtschaft ausgibt. Ich klinge an der Tür und die Puffmutter versperrt mir den Weg. Verschwinde, du Abschaum. Durch diese Tür komme ich wohl nicht herin. Doch ich sehe ein halb offenes Fenster und ein Lüftungsgitter am Boden. Schau mir durch Lüftungsgitter rein. Kriegsbeute. Ich sammle meine Kraft und ziehe in dem Gitter, das zur Krankenstation des Bordells führt. Antibiotika zur Behandlung von Sexualkrankheiten, die Pille danach, antihemorganische Medikamente und ein Mülleimer voller blutverschmierter Wartetupfer. Das Hinterzimmer eines Ortes, an dem Sex käuflich ist, es wirkt wie ein elendes Schlachtfeld herin. Okay. Noch gar nicht etabliert. Das heißt, er hat das Office leveln. Und er deckt die Ruinen von Pompeii auf. Aufstieg. Knöcheltief im Blut. Gott sprach mit seiner donnernden Stimme zu mir und ich träumte davon, sein Wort in der Welt zu verbreiten. Und zu seinem Ruhm schaffte ich es, das Blut von Ost nach West floss, wie es mir zu den Knöcheln reichte. Und dann eines Nachts sprach seine Stimme nicht mehr zu mir. Eroberung. Jo. Okay. Das nächste. Nein. Das ist doch der. Ja, genau. Kann der jetzt von mir aussichten? Jawohl, 100%. Einbruch starten. So. Ruinen von Pompeii. Der Geschenk. Souvenir. Der Geschenkladen von Pompeii ist faszinierend. Er verkauft Mini-Repliken der Gipsabgüsse von den verbrannten, verkrümmten Leichen. Laut dem Verkäufer sind die meistverkauftesten Skulpturen die eines sich umarmenden Spaß und die eines Hundes. Alle tragen die gleiche Gravur. Ich war in Pompeii und dachte an dich. Die Statue des Hundes betrachten. Der Hund liegt auf dem Boden, ruhig und gelassen.
während einer Katastrophe alles um ihn herum verwüstet. Eine perfekte Lektion in natürlicher Weisheit. Wenn der Tod mit Sicherheit kommt, warum sich sorgen? So. Okay. Erkunden wir den Ponte Vecchio in Florenz. Ja, da brauche ich dann zwei Herzen. Die Herzen habe ich noch nicht einmal installiert. Das heißt, wir implantieren da Blut. Also merken dann, dass ich da einen Agenten her schicke. Schwester Mundin, während ich hinter einige Kisten hocke, sehe ich, wie eine Luxuslimousine mit getönten Scheiben vor dem Bordell anhält. Ein grauhaariger Mann im Anzug, Mitte 70, steigt aus. Die Puffmutter macht einen Knicks vor ihm, bevor er hineingeht. Ihr Abendessen steht bereit. Informiert ihn die Frau mit dem Lächeln. Es ist überdeutlich, dass ich durch die Vordertür da nicht reinkomme. Durchs Fenster reinschleichen. Ich Papi Brioschka. Ich erreiche ein kleines Zimmer, in dem eine junge Frau auf dem Bett liegt und liest. Ich frage es nach Stefano Brioschka. Ja, natürlich kenne ich ihn. Er mag es, wenn ich ihn Papi nenne. Zwei oder drei von uns gehen meist auf die Partys in seinem Haus. Hängt immer davon ab, wie viele Gäste kommen. Sie haben dieses Infofragment entdeckt. Badest mit Prostituierten. Papi Brioschka zahlt gern für Sex. Ist das nicht etwas, was seine Wähler wissen sollten? Okay. Sechs Herzen. Ja, Büro von Priskas Anwalt. Okay. Das heißt, ich brauche sechs Herzen. Die werde ich alle von da unten abbauen. So, F3. Zwei Zyklen sind 6. Gut. Dann bin ich vorbereitet, wenn der das etabliert in 15 Runden. Okay, was ist da passiert? Filmpremiere. Die Krallen der Wölfin. Eine auf Teenager abzielende und aktualisierte Fassung des Mythos. Aber mit mehr Blut, Schreien und Spezialeffekten läuft endlich an. Die Premiere erfolgt zeitgleich im Kino und im Fernsehen. Okay. Schauen wir das noch ein bisschen an. So. Die Sonne glitzert auf etwas, was im Wasser treibt. Also gehe ich ans Ufer, um es mir zu holen. Es ist eine kalte Flasche aus dunklem Glas. Einem kleinen geheimnisvollen Gegenstand darin. Was mag wohl da drin sein, Herrin? Okay. Dann gehst du als nächstes daher einschleusen. Brioschka schließt die Produktion einer brennenden Wahrheit ab und plant, ihn in ein paar Wochen zu veröffentlichen. Abschluss von einer brennenden Wahrheit. Die letzte Produktionsphase des Umweltdokumentarfilms unter der Regie des Moderators Stefan Brioschka. Die ganze Welt wartet. Die Premiere auf dem beliebtesten Plattform ist in ein paar Wochen geplant. Okay. 89 Tage ist genug. 33 Tage habe ich alles angebaut. Was hat er da vor? Habe ich dann was Neues wieder platziert?
mir Welle der Wolfsangt auslösen. Ich brauche theoretisch nicht mehr. Die Hälfte habe ich schon erreicht. Glykantropien in sozialen Medien viral gehen lassen. Ja. Hunderte von Influencern sind fasziniert vom Vollmond. Ein neuer Horror- und Gruseltrend unter jungen Leuten entwickelt sich. Aber glaube ich, verdoppelt den Effekt aller Aktionen gegen das Zentrum des Okkulten. Okay. So. Fuck. Ich möchte gern die nächsten Beweise suchen. Jetzt muss der andere machen. Während er sie um Politik kümmert. Ja. Ich sag hier mal da mal. So, Belohnung. Die Stärke eines Agenten. Das ist aber auch leibend. Oh, schauen wir da nachher gleich an. Ja, nutzen. Die Produzenten des neuen Dokumentarfilms entziehen Brioschka das Geld, weil sie kein Vertrauen in den Regisseur, die Partei und sein Projekt mehr haben. Sehr gut. Stefan Brioschka hängt in den Zeilen Orgien, Prostitution und illegale Einflussnahme. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann schauen wir eher mal. Dann starten wir den Einbruch im Anwaltbüro. Oh, meine reizende Jen. Die verseuchte und grausame Königin der Schweine. Ich schwöre eine Grenze übertreten. Sie haben eine Grenze übertreten und ich schwöre, dass sie sich im Dreck mit genau den Tieren suchen werden, an denen sie so gerne experimentieren. Wie schade. Mir fallen so viele interessante Dinge ein, die man mit ihnen tun könnte, anstatt ihren Namen durch den Dreck zu ziehen. Sie klingen sehr nervös, Signor Brioschka. Probleme in den Umfragen? Ich fürchte, ihr Land beginnt sie langsam zu hassen. Papi. So. Ich bin allein und das ist eine sichere Leitung. Kontrolle feucht und vertraulich. Ja, es geht um vertrauliche Sachen. Ich kann Ihnen versichern, dass mein Haus sicher ist. Wir haben drahtlose Sender in diverse elektronische Geräte eingebaut. Sogar in meine Waschmaschine, deine. Heimspionage, Sie sind das Ziel. Ab Praxis 78, na, ich brauche mich nicht mehr zu beschweren, dass mir keiner zuhört. Ja. Ich habe es sozusagen schon geschafft. Aber ich spiele weiter, ich will richtig gehend vernichten. So, was hat der? Ah, das sehe ich jetzt nicht. Aber ich glaube, Einbruch war das Beste, wenn ich eher um die Einbruchkarten gebe, dass er mehr Essenz abbaut. Ja. Und dann leveln wir mal toxische Dünger. Das ist da oben. Gut.
Extrahieren wir mal. Ja, ich hab's sozusagen schon geschafft. Der für Brioschkas Angelegenheiten verantwortliche Anwalt ist derart exklusiv, dass er der Tür seines Büros nicht einmal einen Namen hat. Dahinter stehen Dutzende von Metallaktenschränken, die bis unter die Decke reichen. Ich kann auch den Akten des Anwalts sehen, der im angrenzenden Zimmer arbeitet. Die Aktenschränke durchgehen. Advocatus Diaboli. Ich gehe die Aktenschränke durch. Es sind Unterlagen über abgeschlossene Fälle, die mit gefälschten Beweisen, bestochenen Zeugen und manipulierten Aussagen gewonnen wurden. Hier bin ich im Büro eines der klügsten Juristen, wenn es um subtile Gesetzesbrüche geht. Ich schätze, deshalb ist er auch so exklusiv und angesehen. Doch es gibt nichts über Stefano Brioschka. Ich fürchte, die wichtigsten Dinge werden anderswo verwahrt, Herrin. Obige drei Visionen. Okay. Das heißt, den Einbruch, den starten mit Erm dann. Der müsste da 100% kommen. Und den 7er. Wo habe ich Blut? Ah, da unten. Okay. Extrahieren wir mal. Oh. Was gibt's da noch als Ereignis in Italien? Grüner Protest. Straßenproteste angekündigt. Die Schweinepest und Gerüchte über Tierquälerei durch ausländische Unternehmen haben im ganzen Land das Bewusstsein für Umweltschutzfragen erhöht. Die Polizei warnt die Bevölkerung vor möglichen Unruhen. Ja, ich schleiß da einen kleinen Agenten ein. Aber nicht den, den brauche ich zum Einbrechen. So. Ja, 96%. Das geht schon. So. Dann mache ich die, dann verschlimmere ich das Gerücht. Toxischer Dünger. Meteorologie hat nichts damit zu tun. Metall auch nicht, weiß es nicht. Gesundheit. Virus nicht, das ist kein Virus. Das ist ein toxischer Dünger. Wieder digital passt einer dazu, also nehme ich Gesundheit einmal an. Yes! Mistberge für unsere Gesundheit. Angriff auf Demonstranten vor der Fabrik der Hempfoods GmbH. Hahaha, na los, verpasst diesen Hippies eine. So. Dann habe ich ihm Oma geschickt und er muss ihn dann nach oben schicken. Ja, einschleusen. Er und das Feld sind sein natürlicher Lebensraum. Der Kamikaze-Fahrer. Gaspedal. Das ist ganz sicher. Ja. Zebrastreifen sind sein Jagdgebiet. Laut einigen Zeugen wurde der Unfall verursacht, entgegen der Fahrtrichtung und flüchtete. Tragödien auf der Autobahn. In das anonyme Büro von Brioschkas Anwalt. Das Summen von Lampen lässt den Raum wie eine OP wirken. Der Mann arbeitet im angrenzenden Raum. Ich kann von hier aus seinen Nacken sehen. Der Rest des Raumes ist voller Metallschränke, die bis unter die Decke reichen. Versuchen, den Anwalt bewusstlos zu schlagen. Ja, gelungen!
Ein schmutziges Portfolio. Ich trete heran und schlage den Anwalt von hinten bewusstlos. Und auf seinem Tisch sehe ich etwas sehr Interessantes. Ein Dossier, das alle Besitztümer von Stefano Brioschka auflistet. Es ist nicht nur der Hauptinvestor mehrerer Medienfirmen, sondern hält auch zahlreiche Anteile an Firmen, die große Umweltverschmutzer sind. Manche von ihnen wurden sogar schon von NGOs und Umweltgruppen verklagt. Infofragment, fragwürdige Investitionen. Hält der Kandidat der neuen grünen Partei Anteile an einer der schmutzigsten Firmen des Landes? Interessant. So. Ach, das 70, da muss ich den anderen wieder hier schicken. Für einen Einbruch. Sehr gut. Dachte, ich kann dem gleich widersprechen. So, dann 3, das ist Politik. Ist da implantiert. Okay. Ist da hier mal das einmal? Ja, ein schön groß. So. Straßenproteste angekündigt. Ja genau, das mit den Schweineprotesten. Angriffe durch die Polizei provozieren. Region erhält den Zustand Sensationslüstern. Aber ich kann das andere. Ich brauche es ja nicht mehr, die Unterstützung schrumpfen lassen. Dann. Vier Herzen brauche ich noch. Okay. Hier Blut. Hier mehr Blut. Hier mehr Blut. Dreimal Blut habe. Passt. Die Menschen sind die Politiker leid und wir sind eine Partei des Volkes, erklärte Stefano Brioschka. In wenigen Tagen wird ganz Italien über uns, über unsere Ein Herz für die Naturparteien sprechen. Okay. So. Ein Herz für die Naturfestival. Der bekannte Moderator Stefano Brioschka stellt der Nation seine neue Partei vor. Öko-Glamour, 12 Stunden voller Musik, Kundgebungen und veganer Celebrities. Der Brioschka-Sprung in die nationale Politik unterstützen. Nur da habe ich was dagegen, dann nutze ich meine fragwürdigen Investitionen. Eieieiei. Neue Kontroversen um Stefano Brioschkas, der Umweltaktivist, den Strippenzieher in einer Industrie, die den umweltschädlichsten des Landes gehört. Ich habe es noch nicht ganz zusammengebracht. So. So. Och, das 70. 24 Tage heißt bis ich das Geheimnis entdeckt. 83 wird so ausgespült. Wir brauchen nur die Herzen. Dann regionale Essenzen, mal 2. Gut. Mhm. Ich habe nur mehr so wenig. Kommt dort irgendwas?
Was braucht ihr noch zum Leveln? Ein Fernseher. Genau. Das mache ich gleich. Da unten. Oh, Bob. Dann ihr. Ah, verdammt. Ich hab nicht nachgedacht. Und dann nochmal 23 Tage, wenn wir einbrechen, oder? Ja, es sind 50 Tage ungefähr. Und in 83 Tagen hat er das. Okay. Okay. Kirill lernt's beste Schüler. So, jetzt haben wir da das zusammen. Angriffe durch die Polizei provozieren. Erschlagene Schaufenster, zertrümmerte Autos, brennende Gebäude, die übertreibende Reaktion der Polizei sorgt für Chaos auf den Straßen des Landes. Ja. Sehr gut. Dann. Hier, 25 Block. Neues Ereignis in Italien. Katze hinter Maschine. Niemand weiß, wie sie hier hereinkam, warum sie so gerne an den Zahnrädern spielt. Aber wir wissen, dass Ritter, die in ihrer Maschine lebende Katze, sich zu langweilen anfängt, wenn ein Meister absichtlich eine Mission in die Länge zieht. Und eine gelangweilte Katze kann den Reset-Knopf drücken. Okay, ist mir klar. Ich ziehe sie jetzt auch wirklich gerne in die Länge. Weil ich wollte es noch machen, aber ist okay. Eine neue Seuche. Alles ist bereit, Miss Hammond. Das Wundermittel. So, von Menschen und Schweinen. Nachdem wir das Gesetz gegen Tierversuche abgeschafft hatten, und der Vater auf Farm die Forschung erfolgreich abschließen. Ja. Ah, fast. Gute Arbeit, Jen. Sie haben SHV-1 erschaffen. Eine der schrecklichsten Viren der Geschichte. Erkrankte sterben einen blutigen, schmerzhaften, grässlichen Tod. Es ist eine Schande, dass es nicht auf Menschen übertragbar ist, aber die Welt muss das nicht wissen. Das Beste daran, sie haben den einzigen Impfstoff. Patrofarm wird zu einer Goldmine werden. Die Investoren dürfen sehr glücklich sein über ihre Arbeit. Goldmine, Investoren? Wir wissen genau, dass das nie etwas bedeutet. Ich habe einen anderen Wunsch. Ich kann ihn fast schon schmecken, also machen wir weiter. Beruhigen Sie sich, Jen. Warum ist es so eilig? Sie wissen, was jetzt passiert, oder? Ja, Ihr dämliches Verhör. Ach, legen wir los, fragen Sie. Wollen wir mal sehen. Oh, da. Ein italienisches Labor. Man kann es kaum von einer klammheimlichen Schlachthaus unterscheiden. Wie haben Sie es geschafft, das Ziel Ihre Forschung geheim zu halten. Wir haben uns etwas Kooperation erkauft. Sobald wir die Erlaubnis für Experimente an den kranken Tieren hatten, gab es keine weiteren Fragen mehr. Ich verstehe. Jeder hat seinen Preis, nicht wahr, Jen?
Man muss nur wissen, wie viele Nullen es braucht. Genau, dieses Gesetz ist genauso wissenschaftlich wie das Gesetz der Schwerkraft. Und hier haben wir den Schatzort. Ein riesiges Gewölbe mit dem Retina-Scanner. Und drinnen all der Impfstoff, den nur Sie sehen dürfen. Das stimmt. Bald wird der ganze Planet einen Blick darauf erhaschen wollen. Das kann ich Ihnen garantieren. Traurige, einsame Jen bekommt endlich all die Aufmerksamkeit, die sie verdient. Aber Obacht, lassen Sie nicht vom Rampenlicht blenden. Oh Gott, könnten Sie mir den Sarkasmus sparen? Natürlich, Jen, wie Sie wünschen. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um fortzufahren. Wollen wir mal sehen. Korruption und Geheimhaltung. Zwei sehr interessante Zutaten. Als jemand, der sich mit beiden auskennt, was dürfte wohl besser für die Maschine sein? Ja, Ereignisoptionen circa von Anfang an. Also machen wir weiter mit der Geschichte. Monate später kam es zu kleineren Ausbrüchen einer seltsamen neuen Krankheit in anderen Teilen der Welt. Und wie ein Lauffeuer breitet sich die Panik aus, weil wir uns alle vor dieser beginnenden Zeug retten können. Chaos unter Kontrolle. Warten wir ab, wir kündigen den Impfstoff in ein paar Wochen an. Sind Sie sicher, Miss Hammond? Bittere Pillen, wie die SHV-1-Panik den Planeten erschütterte und die ganze Welt Jen Hammond zu Füßen legte. Lassen Sie die Angst vor dem neuen Virus wachsen und so die weltweite Nachfrage nach dem Impfstoff ansteigen. Ja. Neuer Virus ist das gefährlichste aller Zeiten. Eine weltweite Pandemie muss ausgerufen werden. Impfungen sind verpflichtend und der Patent des Impfstoffes sollte geschützt werden. Na gut. Das ist heute die letzte Mission. So. Na gut. Dann so gerne. Bis zum nächsten Mal. Ich gehe mal oben essen. Und ja, ich brauche diese gute Zeit. Und vielleicht komme ich später noch einmal irgendwas spielen. Aber das Spiel ist genial, meiner Meinung nach. Es ist wirklich genial. So. Dann bitte und